Es ist vollbracht. Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht und in der Zeit, wo mein Computer kaputt war, habe ich mich von früh bis abends meinem neuen Buch widmen können und es nun endlich fertiggestellt. Und es ist eine gute Tradition geworden, kann man jetzt schon sagen, dass wir gemeinsam über den Titel bestimmen des neuen Buches. Und das neue Buch, ja, hat noch keinen Titel. Also der erste Arbeitstitel war die Low Carb Lüge, Angriff auf unsere Gesundheit, so der Untertitel. Und ich möchte euch heute so ein bisschen sagen, was ich mit dem Buch machen möchte, was der Sinn ist des Buches, und dann gemeinsam mit euch brainstormen, was, ja, wie man das Buch nennen könnte. Und bisher habe ich mich ja immer für einen Titel von einem von euch entschieden, und ich denke, das wird auch diesmal so sein, weil der Titel die Low Carb Lüge, das gibt es schon. Und ja, also, was muss man alles bedenken? Ich möchte euch ganz kurz sagen, was das für ein Buch ist, weil es ist ein etwas anderes Buch als meine bisherigen Bücher. Es ist ein Buch, was weniger ein reiner Ratgeber ist, wie das bisher gewesen ist, sondern mehr, also kein praktischer Ratgeber, sondern eher so ein theoretischer Ratgeber. Also ein Ratgeber, wie man mit den Medien in Bezug auf die Ernährung umgehen sollte. In dem Buch wird gezeigt, ihr wisst ja, ich habe BWL studiert und Marketing als Spezialisierung gehabt, habe in Unternehmen sowohl gearbeitet als auch viel in Praktikas reinschnuppern können, die ein großes Marketingbudget haben, und möchte eben euch auch oder den Lesern dann eben auch zeigen, warum derzeit auch sehr viele Low Carb Bücher auf dem Markt sind, wie manipuliert wird, warum es die gibt. Und das ist so ein großer Teil, aufzuzeigen, wie man sich schützen kann vor, deswegen auch Angriff auf unsere Gesundheit, vor Empfehlungen, die gesundheitsschädlich sind. Und das möchte ich dann eben auch in dem Buch richtig belegen, oder habe es belegt. In dem Buch, das ist knapp 150 Seiten stark, und das sind über 100 Studien, die halt darauf, also das, was ich sage, eben untermauern. Beziehungsweise das, was ich sage, hat seinen Grund in einer Studie. Das heißt, das Wissen, was in dem Buch beschrieben wird, das kann man auch nachlesen, woher das kommt. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Das heißt, das Buch hat zwar einen wissenschaftlichen Anspruch, und das ist das nächste, ist aber leicht zu lesen. Das heißt, viele der Bücher, wie zum Beispiel von Dr. Jacobs, das sind gute Bücher. Aber so Otto Normalverbraucher tut sich da recht schwer, diese Bücher zu lesen, weil mit sehr vielen Fachbegriffen. Ohne die geht es natürlich nicht. Ich habe halt versucht, in diesem Buch, und das ist auch so ein bisschen das Einzigartige, wie ich finde, den Spagat zu finden zwischen normaler Sprache, also Umgangssprache, als auch das, was die Wissenschaft herausgefunden hat, eben in diese Sprache zu verpacken. Wie gesagt, manche Fachbegriffe, die gibt es einfach, aber ich habe mich bemüht, bei jedem Fachbegriff in einer Fußnote das auch zu erklären. Das heißt wirklich ein Buch, was jeder lesen kann und wo jeder etwas für seine Gesundheit tun kann. Das heißt, sein Krebsrisiko zu reduzieren, Diabetesrisiko, generell seine Sterblichkeit zu reduzieren. Wer dieses Buch gelesen hat, und das ist auch so die Intention, der kann sich viel, viel besser in diesen wahnsinnigen Dschungel an Ernährungsmythen und an hergeleiteten, also an diesen hergeleiteten Theorien dann zurechtfinden, und diese Herleitungen werden dann eben auch erklärt. Wie wird das hergeleitet? Warum wird das hergeleitet? Generell auch was Naturvölker angeht. Ich habe die Yanomami-Indianer untersucht, die Inuit, die Tarahumara-Indianer, die Pima-Indianer, natürlich auch die Maasai. Also alle, die darum herangezogen werden für spezielle Ernährungsformen, auch die untersucht und auch wieder an Studien genau gezeigt, warum und weswegen ihre Ernährung ist, wie sie ist, was das für sie bedeutet und was sozusagen die Schlussfolgerung daraus für mich ist. Das Buch lässt natürlich dann auch Raum, selbstständig zu interpretieren. Ich hoffe, dass es das tut. Und generell der Ansatz ist ein Buch für die Gesundheit, wo man vor allem weniger sagt, was richtig ist, sondern wo man eher sagt, was falsch ist. Also wo man eher darauf, was wir derzeit erleben in den Medien, wo darauf fokussiert wird, auch auf diese Zusammenhänge, warum ist es in den Medien, natürlich, weil Geld verkauft wird, was verkauft sich gut, auch das alles so ein bisschen aufzuzeigen, so dass man so einen groben Einblick da bekommt
und dann für sich in seinem Leben viel, viel stärker diese ganzen, da muss man sich nicht mehr durch diese ganzen Videos und durch diese ganzen Blogs und Bücher alles da kämpfen, sondern sieht es aus einer Metaebene und sieht, warum ist das Buch geschrieben, wie ist das Buch geschrieben, warum ist das so? Und das ist halt so diese Zweigleisigkeit. Einerseits dieser große Batzen an Marketing und Marketingstrategien, Manipulation und diese Sache und andererseits das Wissen, warum das, was aktuell kursiert und sehr gerne gekauft wird in den Top 100 sind, wo mein Buch quasi in den Top 10 der Ernährungsbücher war bei Amazon, war in den Top 100, habe ich das mal gesehen, waren 78 Bücher, die Low Carb im Titel hatten. Von 100 Büchern im Bereich Ernährung, 78, die Low Carb im Titel hatten. Deswegen habe ich das auch Low Carb Lüge genannt, wahrscheinlich Low Carb viel gesucht wird. Deswegen, ich hätte schon gerne im Titel das Low Carb, weil ich möchte, dass die Leute, die denken, boah, Low Carb, Kohlenhydrate sind böse, ich muss jetzt unbedingt Low Carb, weil ich ja was für meine Gesundheit tue und ich brauche viele Proteine, weil das ja wichtig ist, viele, umso mehr, umso wichtiger, Proteine zu bekommen. Und Fett, da ist ja nur ein Mythos, Fett wurde ja so oft schon gebrandmarkt und so oft schon in der Ecke gestellt, da war es Fett lebenswichtig. Wenn ihr das schon hört, diese ganzen Sachen, da ist immer ein Funken Wahrheit drin. Aber das, was dann rauskommt, wie zum Beispiel Low Carb, das entspricht nicht mehr dem, was die Grundlage der Forschung ist, die ich halt eben auch in dem Buch präsentiere. Deshalb, ja, Low Carb soll den Titel sein und der Angriff auf unsere Gesundheit, das finde ich als Untertitel schon ganz schön. Aber der erste Titel, irgendwas mit Low Carb. Ich habe so überlegt, Low Carb Wahn oder die Low Carb Lüge. Da sind wir bei dem nächsten Spagat, den ja, wir zu bewerkstelligen haben. Einerseits ist es ein Buch, ein handfestes Buch, ein seriöses Buch, ein Buch, was halt unterlegt ist mit Wissen und kein, wie die meisten Ernährungsbücher, einfach nur irgendwie hergeleitet, ohne Verweis auf Studien und so weiter. Andererseits muss es ein Titel sein, der anspricht und ansprechen möchte ich so viel wie möglich. Das heißt, er sollte schon ein bisschen populistisch sein, ein bisschen, ja, vielleicht auch provozierend, weißt du? Und ähnlich wie ich das bei meinem Video immer versuche, so diesen Spagat zu machen. Und ja, das wäre auch so eine Sache, wo wir dann halt, ja, irgendwo, das, wo sich das im Titel wiederfinden soll. Das Buch ist kein, also das vegane Buch im Titel ist definitiv nicht wünschenswert. Aus dem einfachen Grunde, weil das kein Buch ist, was auf ist vegan gut oder werd vegan. Ne? Das kann man sich daraus ableiten natürlich, weil eine kohlenhydratdominierende Ernährung sehr einfach vegan zu bewerkstelligen ist und mit sehr viel tierischen Produkten sehr schwer zu bewerkstelligen ist. Von daher gibt es auch die Ableitung. Und natürlich wird im Buch erwähnt, dass eine pflanzendominierende Ernährung die gesündere Form ist. Aber das Ziel hat, das Ziel des Buches ist eher Makronährstoffe. Und dass eben, dass es eine ausgewogene Ernährung gibt. Und eine ausgewogene Ernährung bedeutet eben so, wie ja, die großen Ernährungsinstitute das von der Makronährstoffverteilung halt auch empfehlen und was schon immer unsere natürliche Ernährung war in allen Bevölkerungen, die sag mal, Zugang zu allen möglichen Sachen gehabt haben. Und das ist halt eine kohlenhydratdominierende Ernährung mit aber ausreichend Proteinen und Fetten, weil die eben auch wichtig sind, aber nicht zu viel. Also das heißt, der Fokus des Buches ist jetzt nicht vegan. Das ist daraus abzuleiten, aber ich empfinde mittlerweile, dass viele sich durch vegan abgeschreckt fühlen, obwohl sie, wenn sie argumentieren, nichts anderes machen, als dass sie sagen, vegan ist gut. Aber lassen wir das vegan einfach mal außen vor. In dem ganzen Buch kommt das Wort vegan auch überhaupt nicht vor, sondern ich spreche dann immer von einer pflanzenreichen Ernährung oder einer pflanzendominierenden Ernährung oder von einer ausschließlich pflanzlichen Ernährung. Und also im Titel nicht das Vegan, sondern eher das Low Carb, der Fokus auf Makronährstoffe bzw. eben vielleicht auch Kohlenhydrat, also das Carb heraussehen, muss nicht Low Carb sein. Aber ich hätte halt gerne Low Carb im Titel. Aber ich bin offen für alles, das ist ja das Schöne, ich bin offen für alles und ja, bin gespannt, weil in dem Buch steckt halt auch so viel von mir persönlich, was Auswertung angeht. Ich habe seit 20 Jahren quasi meine Makronährstoffe ausgewertet. Seit 20 Jahren bin ich ja ungefähr, wenn nicht noch länger, seit 20 Jahren mit Makronährstoffen beschäftige ich mich und habe halt abgenommen von einem 165 Kilo auf 95 Kilo. Und das ist halt so, ich kann auch was erzählen, meine Geschichte, ein bisschen was reiße ich auch an in dem Buch und bringe das auch mit rein. Und das ist halt wirklich so ein Herzensding, das Buch, weil das eben man nicht einfach nur
Preiswert, vollwertig sich ernähren, das waren die ersten beiden Bücher, die nach wie vor ja auch ein ganz ganz wichtiges Thema sind, aber auch ein Thema ist eben dieses Low Carb und wo viele Menschen, die sich vielleicht vegan ernähren und denken, sie ernähren sich gesund, ja, wo sie einfach ja, langfristig eben dann doch ihre oder die Zivilisationskrankheiten oder die Chance darauf erhöhen, weil sie einfach von den Makronährstoffen keine ausgewogene Ernährung vollziehen. Und wenn man überhaupt nicht über Makronährstoffe nachdenken würde, dann hätte man wahrscheinlich eine ausgewogene Ernährung. Und deswegen wäre mein Buch gar nicht notwendig. Aber in dieser Überflutung in unserer heutigen Zeit mit Makronährstoffbüchern, ne, Low Carb, High Carb, viel Protein, Low Fat, bla 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 bla, all das hat sich das in unseren Köpfen gebildet. Wir müssen auf Makronährstoffe achten. Eigentlich müssten wir das gar nicht. Weil unser Körper sagt uns schon, was wir essen, wenn wir uns aus der reichhaltigen Natur bedienen. Aber dadurch, dass es existent ist, ist dieses Buch notwendig. Und entsprechend, ja, das Ziel des Buches ist halt eben auch eine ausgewogene Ernährung. Wer das vielleicht noch irgendwie in den Titel verarbeiten kann. Es sind halt so viele Sachen, ihr seht das schon, was in dem Buch am liebsten verarbeitet, in dem Titel am liebsten verarbeitet werden sollte. Aber das geht natürlich nicht. Also, ja, lasst fließen, lasst ja, mich an eurem kreativen Prozess ruhig teilhaben, indem ihr laut denkt. Na, manchmal ist das schön, gar nicht nur den Titel zu sehen, auch schön, wer einen Titel vor Augen hat. Manchmal schreibt, hat man so Gedanken, schreibt die einfach in den Kommentaren nieder und ja, ich beschäftige mich damit. Das Buch ist derzeit im Lektorat. Freue mich, dass ich wieder Freiwillige gefunden habe, die das Buch gerne lektorieren und mir die Arbeit damit erleichtern und auch ja, sag mal, die Frustration, wenn man da einen Rechtschreibfehler findet oder eine falsche Kommasetzung im Buch, dann eben auch minimiert, umso mehr Leute das vorher gelesen haben. Da danke nochmal an die Menschen. Wer da auch noch Interesse hat, schreibt mich bitte über Facebook, ausschließlich über Facebook an. Und ja, und dann können wir schauen, ob ich vielleicht noch einen Lektor, Lektorin, noch eine brauche. Ich sehe das ja dann auch nochmal durch und ja. Also, heute geht es um den Titel. Ich freue mich auf das Buch, wird wahrscheinlich so in 2-3 Wochen erscheinen. Auch wieder als richtiges Buch und, ja, und natürlich auch als E-Book, beides. Und wird auch das ist ein paar mehr Seiten sind, wird, ich versuche das einfach alles so bei dem gleichen Preis zu lassen. Ich würde die Bücher, die ich schreibe, irgendwie immer den gleichen Preis. 9 Euro so fürs E-Book und wenn jemand die Papiervariante möchte, 12 Euro oder 11,99 glaube ich bei Amazon, keine Ahnung, die rechnen das dann um von den 9 Euro. Ja, das würde ich gern so halten. Und von daher kann ich euch das schon sagen, in 2-3 Wochen dann wahrscheinlich geht es dann los. Und ja, diesmal, oh, das Größte habe ich ja vergessen, das Größte. Ich habe diesmal, und das hat echt viel Arbeit gekostet, ich habe Bilder in dem Buch. Das war ja sowas, wenn ich ein Informationsbuch habe, und die ersten beiden Bücher waren ja auch Informationsbücher. Vegane Welt mit wenig Geld und Rohkost für Lowkost, also mit 50 Euro sich vollwertig und gesundheitlich ernähren, gesund ernähren im Monat. Aber da kam halt immer so die Kritik, ich hätte gerne ein paar Bilder, das liest sich einfach besser. Das Buch ist voll mit Bildern. Das Buch, ich habe eigens für das Buch mir eine Bibliothek angelegt von Bildern mit der entsprechenden Lizenz, dass man sozusagen diese auch gewerblich nutzen kann und diese dann ja, quasi in diesem Buch ja, für euch zur besseren Lesbarkeit auf jeder Seite halt so ein paar Sachen, wo man das eher visualisiert. Man denkt ja dann eben, Menschen denken ja in Bildern, wir denken in Worten, aber wir denken in Bildern. Und deswegen, ich habe das hier, wo ich das lese, gemerkt, ja, es stimmt schon, aber es ist halt eine Schweinearbeit gewesen. Und ich saß jetzt an dem Buch, naja, kann man sagen, so seit Ende November, also Dezember, Januar, Februar, März, ja, März, April, saß ich halt dran und ja, 4-5 Monate und die letzten 2 Wochen halt tatsächlich von früh bis abends und immer getüftelt und geschaut und gerade bei den Studien, wo man dann noch was reinbringen kann. Und ja, ich bin ja stolz, kann man so sagen, und das darf man glaube ich auch sagen. Und ja, aber das ist ja gar nicht das Thema heute. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, Bilder sind auch drin, aber das ist für den Titel ja auch irrelevant. Und ja, das soll das mal gewesen sein. Ich freue mich auf eure Inspiration zum Titel. Ihr wisst eigentlich so alles, was mir auf dem Herzen liegt, was in dem Buch so vorkommt. Und ja, bin gespannt. Seht es in den Kommentaren.
guten Tag.